Moin Moin, herzlich willkommen bei der Tranzstube. Diese Woche möchte ich zum Themenfrei über unseren Channel reden, was denn so passiert ist, was passieren wird, was mir nicht gefällt und was wir so an sich schon verbessert haben. Es sind einige sehr heikle Themen mit dabei, aber ich möchte es einfach mal ansprechen, um das Ganze aus der Welt zu schaffen. Denn ich finde es schade, dass es so weit gekommen ist. Und zwar habt ihr sicher gemerkt, wir haben einen sehr, sehr, sehr großen Wechsel der Jungs gehabt, der Mitglieder. Das lag unter anderem daran, dass sich sehr, sehr oft welche gemeldet haben, die sich ziemlich sicher waren, damit machen zu möchten, dass sie Zeit haben, dass sie es schaffen. Die dann aber nach dem Vorstellungsvideo schon gemerkt haben, dass sie es doch nicht schaffen, weil zu wenig Zeit privat vorhanden ist, weil sie zu viel anderes Zeug machen oder weil irgendwas anderes in ihrem Leben plötzlich vorgefallen ist, auf das sie fokussieren möchten. Aus diesem Grund sind einfach wahnsinnig viele Mitglieder nach dem ersten Video schon wieder ausgetreten, was ich sehr, sehr schade finde, denn wir suchen Leute, wie wir es schon immer in den ganzen Vorstellungsmitglieder-Gesucht-Videos gesagt haben, bitte, bitte, bitte meldet euch nur, wenn ihr wirklich Zeit habt, Lust habt und wenn ihr wisst, ihr schafft das. Wir haben so viel Wechsel drin gehabt. Es ist anstrengend, jedes Mal Leute mal einzuarbeiten, die einzuweisen, denen alles zu erklären, denen die Passwörter und alles, das Ganze drum und dran eben weiterzugeben, wenn sie dann nach einem Video schon wieder gehen. Vor allem fühlt sich es auch für mich blöd an, als quasi die Leitung, Admin des Channels, als Gründer, den Leuten dann immer wieder hinterherzulaufen und zu sagen, hey, dein Video kam nicht, was ist los, ist alles okay. Da fühle ich mich einfach auch blöd. Das, glaube ich, könnt ihr nachvollziehen. Ich habe nichts gegen die Jungs. Ich finde es cool, dass jeder einzelne von ihnen mitmachen wollte, dass jeder einzelne von ihnen, von euch, die Motivation hatte mitzumachen und die Lust und den Willen. Ich fand es nur sehr schade, dass ihr schon wieder nach so kurz gegangen seid. Das war blöd für den Channel. Blöd für uns, weil das Ganze natürlich demotivierend ist. Woran liegt, sind wir schuld. Die Mitglieder haben dann aber jedes Mal versichert, dass es daran lag, dass privat einfach irgendwas vorgefallen ist, dass sie sich eben darauf konzentrieren müssen, irgendwas anderes im privaten Leben so zu organisieren und zu stemmen. Daran lag es dann eigentlich immer. Und aus diesem Grund suchen wir immer noch neue Mitglieder, wer also wirklich Lust hat mitzumachen, die Motivation hat und weiß, er schafft es einmal in der Woche ein Video zu machen. Ihr könnt auch 2-3 Videos in der Woche schon vordrehen, hochladen und dann in den nächsten 2-3 Wochen veröffentlichen. Ihr müsst nicht jede Woche an dem Tag euch irgendwie noch ein Video rein. Ihr könnt euch die Zeit so legen, wie ihr möchtet. Ihr müsst halt dieses Video an dem Tag veröffentlichen, an dem ihr dran seid. Das ist das einzige Kriterium. Wer also wirklich Lust hat, dort mitzumachen, wer Engagement hat, auch Themenvorschläge zu bringen, vielleicht bei Discord oder Skype-Runden mal mitzumachen, um Themen zu sammeln als Gruppe. Schreibt doch bitte eine E-Mail. Die E-Mail ist unten eingefügt in die Beschreibung. Das hat mich so am Channel ein bisschen gestört. Dann hat es mich gestört, dass ich das Gefühl hatte, wir kommen nicht voran. Das könnte aber auch an den ganzen Mitgliedern liegen, die gegangen sind. Also, dass wir eben dauernd diesen ständigen Wechsel hatten und dauernd an dem Punkt stehen geblieben sind, dass wir erst einmal vollzählig sein und vorher weitermachen. Wir haben uns in Angriff genommen, die ganzen alten Playlists zu verbergen und die Themen neu aufzuarbeiten, dass wir einfach wieder Themen haben. Die Jungs, die jetzt momentan mitmachen, außer vielleicht Michael und Max, die haben schon auch das ein oder andere Thema mitgemacht, haben noch nicht alle Themen mitbesprochen. Deswegen werden wir die alten Playlists auf nicht sichtbar stellen. Wir werden die Videos nicht löschen, wir werden sie nur auf nicht sichtbar stellen. Einfach damit wir diese ganzen Themen neu auflegen können und neu besprechen können. Wir haben Mitglieder gehabt, die kein Facebook hatten und somit nicht in unsere geheime Gruppe konnten, in der alle Daten zu finden waren, wie die Kontodaten, wie die Themen, wie die Besetzung, einfach alles Organisatorische war in dieser Gruppe. Und für diese Leute habe ich extra eine Homepage angefertigt. Nicht nur für diese Leute, sondern auch für euch. Dass ihr einen Überblick habt über die Tranzstube, welche Wochenthemen werden als nächstes kommen, wer ist wann in der Reihe, wer macht momentan überhaupt mit. Aus diesem Grund habe ich eine Homepage erstellt und zwar findet man die unter www.tranzstube.jimdo.com. Dort ist einfach alles aufgelistet. Auch eine Stellenausschreibung für neue Mitglieder, dass wir eben neue Mitglieder suchen und wie ihr euch bewerben könnt und wo. Also falls ihr da auch beischauen möchtet, dann macht das. Ich würde mich sehr freuen. Wir haben neue Banner. Wir haben jetzt eben diese Homepage. Wir haben unsere Upload-Zeit heruntergesetzt, dass die Videos, dass wir versuchen, die Videos immer um 17 Uhr oben zu haben, online zu haben. Was wir aber nicht immer garantieren können wegen Internetproblemen und Leitungen. Wenn ihr weitere Verbesserungsvorschläge habt, dann sagt Bescheid. Wir haben uns einen Instagram-Account auch gemacht, da heißen wir auch Tranzstube und wir haben da schon 1 oder 2 Livestreams auch darauf gehabt. Wir möchten da ein bisschen mehr mit euch interagieren,
mehr Livestreams auch zukünftig machen, wenn wir die Zeit und vor allem die Jungs dafür haben, die mitmachen. Wir versuchen da einfach ein bisschen öffentlicher zu werden und mehr in Kontakt mit euch zu treten, weil uns das wahnsinnig wichtig ist. Wir machen diese Videos ja nicht nur für uns, sondern auch großteils für euch, um euch zu helfen, um aufzuklären und einfach um dieses Thema transparenter für die Welt dort außen zu machen. Also für euch, um euch Sachen zu erklären, zu zeigen. Was wir im März machen möchten, ist Folgendes. Wir möchten uns den März komplett freinehmen von allen Trans-Themen. Wir möchten im März ein bisschen mehr zu uns selbst als Person auf diesem Channel machen. Also haben die Mitglieder die Möglichkeit, sich den März über freizunehmen und freiwillig Videos über sich selbst, wie Vlogs oder so hochzuladen, wenn irgendwas in ihrem Leben passiert. Das heißt, im März werden unregelmäßig Videos kommen. Wir machen quasi im Monat halbe Pause. Halbe Pause ist gut, ne? Wieder ganz oder gar nicht. Wir machen aber eine halbe Pause. Also wir haben die Möglichkeit offen gelassen für die Mitglieder, dass sie etwas über uns erzählen im März und Vlogs hochladen. Auch mal ein bisschen anderes Zeug hochladen, einfach um ein bisschen Luft zu holen, Energie zu schöpfen und dann wieder voll durchzustarten mit den Themen. Und wir werden alle weiterhin unser Bestes geben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und ja, habt eine schöne nächste Woche. Ciao.